müssen gerade noch kurz parat machen. Start ist immer wichtig. Es ist so, es sind Leute da, die unser Dialekt nicht so gut verstehen. Dann tue ich heute Schriftdeutsch predigen, damit alle etwas davon haben. Gut. Das ist ja wie beim Gigenspiel, oder? Wenn sie gut drehen. Gut. Also wir sehen da schon, das Thema illustriert, fest verankert im Fels der Ewigkeit. Um zu wissen, was ein Anker ist, braucht es den Sturm. Das sagt die sturmerprobte Corrie ten Boom. Also dass wir nicht abstrakt heute über einen Anker sprechen, sondern dass wir diesen Anker in die Relation hineinstellen in unser Leben, wo dann dort auch Stürme aufbrechen. Persönlich bin ich beim festen Anker nicht von einem Boot, sondern von unserer Seele hängen geblieben im Hebräer Kapitel 16, Vers 19. Das werden wir dann diesen Text noch lesen. Ein Anker macht das Schiff sicher, nicht wenn es in voller Fahrt ist, sondern wenn es stillstehen sollte. Durch den Corona-Sturm ist vieles für manch einen zu vieles zum Stillstand und wir haben ja ein geflügeltes Wort seitdem zum Lockdown gekommen. Äußerlich ist es ruhiger geworden, aber bei manch einem ist es innerlich laut, sehr laut geworden. Vielleicht hast du auch phasenweise so richtig mal ausgerufen. Kaum ist diese Phase vorbei, wurde schon wieder ein neuer Sturm vom Stapel gerissen, ein Kriegssturm, der Angst und Schrecken verbreitet in der Ukraine, aber auch darüber hinaus. Dabei merke ich, nichts gibt uns in dieser Welt definitive Sicherheit. Und deshalb ist dieses Thema sehr wichtig und ansprechend, fest verankert im Fels der Ewigkeit. Es gibt also eine Dimension, die dieses Zeitliche, Vergängliche überdauert und darüber beschäftigen sich nicht allzu viele Leute. Ob schon dort verankert zu sein, auch uns hilft, in dieser Welt zu leben und zu überleben. Das Bedürfnis nach einem festen, sicheren Anker steigt, damit wir eben nicht fortgerissen oder weggetrieben werden oder sogar untergehen. Anker für unsere Seele ist ein Anker, der unsere Gefühle beruhigt, der unserem Denken gute Grenzen setzt und hilft, damit wir nicht ganz durcheinander kommen. Einen Anker, der auch unseren Willen stärkt. Also für uns ganzheitlich will dieser Anker etwas anbieten. Wo ist dieser Anker zu finden? Wie ist er hilfreich? Wie kann ich ihn einsetzen in meinem Leben? Dazu lesen wir aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, die Verse 18 und 20. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel, bis ins Allerheiligste, hinter den Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser Hohepriester für alle Zeiten, wie es Melchisedek war. Für die unter uns, die jetzt dieser Vorhang und da der letzte Teil ein wenig suspekt wirkt, werde ich das dann heute im Verlauf der Predigt erklären und illustrieren. Aber darin liegt eigentlich dann auch das Geheimnis. Da bietet sich die Möglichkeit, nicht mehr länger
auf sich selbst zu vertrauen, sondern neu zu lernen, unsere Hoffnung auf Gott oder in Gott zu setzen. Ich denke, die Zeiten sind vorbei, wo man den Anker poliert und zur Dekoration mitführt oder um den Hals hängt. So als schöne Dekoration. Ich denke, die Zeit ist angebrochen, wo wir den Anker am Seil oder an einer Kette rauswerfen, damit er sich im Meeresgrund eingraben kann. Auch im Meeresgrund Gottes. Bei den ersten Christen sehen wir in den Katakomben von Rom viele Anker an die Wände gemalt. Das lateinische Wort heißt für Hoffnung, Spes in Christo, heißt Hoffnung auf Christus. Und ich finde diesen Anker sehr gut dargestellt, die Dimensionen, die da mitwirken. Aber das haben die ersten Christen nicht nur das Fischzeichen, Ichthys, in die Mauer eingegraben, sondern auch dieses Zeichen vom Anker. Spes in Christus heißt Hoffnung auf Christus. Das war für die verfolgten Christen ein starkes Zeichen für Hoffnung, für Sicherheit und für Zukunft. Und ich denke, diese drei Stichworte bewegen auch uns in unserer Zeit. Ob du jetzt mit Christus nachfolgst oder noch auf der Suche bist, auf der Reise zu Gott unterwegs, Hoffnung, Sicherheit und Zukunft sind drei ganz wichtige Güter, Werte. Wir sind unterwegs als Lebensgemeinschaft. Als Kirche und Gesellschaft werden wir erschüttert oder geschüttelt, wo Angst uns überfällt und immer wieder auch lähmen möchte. Da ist Solidarität wichtig, aber sie reicht nicht aus. Es braucht mehr, ob schon diese Solidarität, sich für Betroffene, wie es aus der Ukraine, zu verbünden, zu helfen, Schutz zu geben. Ich war gestern an einer Geburtstagsfeier im Wallis eingeladen, in Fisch bei Giorgio, die einen kennen ihn, der war auch 65, ist ein Jahrgänger von mir. Da saß ich im Zug, es gibt kein besseres Verkehrsmittel heute ins Wallis zu fahren als mit dem Zug, habe ich jetzt auch gemerkt. Da sitzt eine Frau aus der Ukraine mit ihren Töchterchen, sie ist vielleicht 13 Jahre alt, und ich habe in diesen Gesichtern etwas gesehen. Die haben kaum rausgeschaut, haben auch mich nicht groß angeschaut, aber ich habe sie angeschaut. Und am Schluss, ich war ja auch vor 30 Jahren in der Ukraine mit Licht im Osten und so weiter, ich kann aber nicht ukrainisch, aber ich weiß, wie man guten Tag sagt, «Dobri den», habe ich ihnen dann gesagt am Schluss, dass die haben so gemacht. Dann habe ich ihr die Hand noch kurz auf die Schulter gelegt und gesagt, «God bless you», vielleicht hat sie es verstanden. Also, wir spüren Solidarität, die praktisch ist, hilft. Aber es braucht letztlich noch mehr dazu. Und deshalb hier das Erste, der Anker der Hoffnung hält uns fest. In diese Verunsicherung hinein braucht es etwas Festes, worauf ich mich verlassen kann, sonst bin ich wirklich verlassen. Was mache ich, wenn ich in Seenot gerate? Ich lasse den Anker runter, natürlich am Seil, und binde es am Boot fest. Also den Anker einfach runterschmeißen ohne Seil, das bringt dann auch nicht viel. Aber es ist, all diese Elemente in Verbindung sind ganz wichtig. Wir werden es noch sehen. Das hebräische Wort für Hoffnung heißt Tikva. Und das bedeutet zu Deutsch Seil. Gott will, dass wir in der Not nicht nur das Seil runterlassen, sondern auch den Anker und das miteinander verbunden. Wenn es um unsere Erlösung geht, dann ankert unsere Hoffnung auf der Verheißung Gottes, auf den Zusagen Gottes. Er gibt es uns schriftlich in seinem Wort. Und dieser Gott lügt nicht, im Gegensatz zum Gott dieser Welt, dem Lügner. Gott lügt nicht und er hält, was er verspricht. Das ist ja schon eine gute Kombination. Die Verheißung Gottes ist das eine, das andere, worauf wir uns
einstellen und verankert sein können, ist das Werk von Jesus Christus am Kreuz und in der Auferstehung, was er dort für uns bewerkstelligt hat. Er ist als Person, Jesus Christus, der Bürge von etwas Neuem, von einem besseren Bund, dem neuen Bund, den er besiegelt hat mit seinem Blut. Und es heißt im Korintherbrief, alle Gottes Verheißungen sind in Jesus Christus Ja und Amen, feierlich bekräftigt. Und mit diesem Gott und Herrn Jesus Christus sind wir unterwegs. Das Kreuz im Zeichen des Ankers, habe ich auch irgendwo gefunden, ein fantastisches Bild. Ob schon das Seil ein wenig kurz ist auf diesem Bild, aber das muss ja Platz haben. Also das Zeichen des Kreuzes im Anker gibt Sicherheit und hält uns. Wir können von daher weder getäuscht noch enttäuscht werden. Christen, Menschen, die noch mit den Füßen unterwegs sind auf dieser Welt, können uns da und dort, grundsätzlich sind wir einander zur Ermutigung, aber ab und zu gibt es auch Enttäuschungen. Wir können von daher ausgerichtet auf diesen Herrn weder getäuscht noch enttäuscht werden. Christus enttäuscht nicht. Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung. Also kein bequemes Durchsegeln durch die Krisen. Seine Hilfe und das Erinnern an Gottes Verheißungen werden uns über Wasser halten. Auch wenn starker Wellengang ist. Die halten uns über Wasser. Ab und zu schlückt man ein bisschen etwas. Diese Verheißungen sind wie so ein Brett, an dem ich mich festhalten kann. Kommt mir gleich in den Sinn, Paulus in seinen Reisen unterwegs ist, war er auch mit dem Schiff unterwegs und als er nach Italien kam, gibt es eine Szene, da war auch Sturm. Und es ist tatsächlich, dass er sich an einem Brett festgehalten hat, dass er überlebt hat. Und so eine Verheißung kann wie so ein Brett in einer Notsituation sein, wo du nicht untergehst, sondern überlebst. Deshalb das Leben mit dem Wort ist verheißungsvoll. Hilfe in der Not, diese göttlichen Verheißungen gilt es zu proklamieren, immer wieder auszusprechen. Im Psalm 28 heißt es, mein Herz hält dir vor dein Wort. Man soll Gott suchen, Gott anbeten. Deshalb suche ich Gott, heißt es dort. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Dass wir Gott auch vorhalten, was er gesagt hat, ihn darauf berufen und auch vielleicht dann mal hinhalten, du hast es doch gesagt, darauf baue ich jetzt. Ich habe sonst nichts zu bieten. Oder ein Wort, das mir schon am Schluss des Studiums geholfen hat, oder was ich mitbekommen habe, damals auf San Crisona, das ist so prägend für mich, wo es heißt, sei mir ein sicherer Zufluchtsort, wohin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Du hast mir zugesagt, mir immer wieder zu helfen. Gottes Lieblingsmetier ist, uns Menschen zu helfen. Das kommt, ich bin jetzt in den Psalmen unterwegs, beim Lesen in der Bibel, das kommt so oft vor, dass Gott uns die Hilfe ist und sie anbietet. Du hast zugesagt, mir zu helfen, auch dir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Das ist Sicherheit. Wir gehen eben zu diesem zweiten Wort weiter, zum Stichwort Sicherheit. Ich bin verankert im Fels der Ewigkeit. René Wethi und Nelly sind unter uns, von der Schau kennen wir ihn, ich habe ihm vorhin gesagt, es kommt dann ein Bild, wo du dich identifizieren kannst. Und ich hoffe, dass nicht nur er sich damit identifizieren kann, sondern auch du, wenn du dieses Bild siehst und was das Wort Gottes dazu sagt. Ich bin verankert im Fels der Ewigkeit. Es wäre zwecklos, wenn der Anker im Schiff bliebe und nicht in den festen Grund eingesenkt würde.
Der Anker ist fürs Auge, und das ist spannend, nicht mehr sichtbar und in einem anderen Ort verankert. Und da spüren wir etwas von diesem Bild her, es braucht Glaube. Aber es ist eine feste Tatsache. Er verschwindet, man sieht gar nicht mehr viel, wenn der Anker unten ist, sondern man spürt es dann am Seil. Und das ist ein Bild für Glaube. Ein Schiff, das mitten im Orkan noch ruhig auf dem Wasser bleibt, hat ein verborgenes Geheimnis, einen unsichtbaren Anker. Und so hast du und ich ein verborgenes Geheimnis durch den Glauben, wo du verbunden bist mit der himmlischen Welt, mit Gott. Und davon spricht in unserem Text der Apostel, sage ich mal, Paulus, man weiß nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, aber ich habe große Indizien, dass es Paulus war. Aber der Apostel, hä? Die Rede ist von unserem sicheren und festen Anker. Der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang, dorthin Jesus vorausgegangen ist als unser Hohepriester nach einer ganz neuen Ordnung, der Ordnung vom unzerstörbaren Leben. Wir gehen jetzt heute nicht über diese, auf diesen Melchisedek im Detail ein, aber das ist ein Kopf der Hohepriester Jesus von einer neuen Priesterordnung des ewigen Lebens. Jesus ist unser Anker, der aber nicht ins Wasser auf den Meeresgrund geworfen wurde, sondern der im Himmel zu Rechten von Gott Vater sitzt. Da haben wir einen Unterschied, der Anker vom Bild, der in den Grund gelegt wird, und hier wird ein Bild dann weiter ausgeführt, dass dieser Anker hineinreicht hinter den Vorhang in den göttlichen himmlischen Tempel, wo Gott Vater sitzt und der Sohn. Nach oben. Das andere Bild ist nach unten. Hier wird das Bild des alttestamentlichen Tempels erwähnt und mit dem Vorhang, hinter dem das Allerheiligste war. Das Allerheiligste ist aber der Himmel selbst, wo Gott wohnt, und dort ist auch das Domizil von Jesus. Das ist eine neue Wortschöpfung. Ich habe dieses Bild hier mitgebracht, für die nicht so kundig sind in der Bibel, das ist ja alles ein Werden, ein Entdecken. Das Zelt, die Stiftshütte in der Wüste, wo das Volk unterwegs war, sehen wir hier, wie das aussah, nach von außen hier die Wolkensäule, die Gegenwart Gottes, und da hinten war das Allerheiligste. Hier sehen wir der Vorhang, die Cherubim, Engel, Gottes Thron bewachen, und hier die Bundeslade, und hier konnte einmal im Jahr der hohe Priester von damals, Aaron, hinter den Vorhang, um das Volk mit Gott zu versöhnen, mit Blut. Jesus hat das alles erfüllt, Jesus ist dieser hohe Priester. Und dieses Modell hier vom Heiligtum ist nur auf der Erde ein Modell. Die Realität von diesem Heiligtum ist im Himmel. Und dorthin ist Jesus zurückgekehrt. Und dass das alte Priestertum beendet ist, zeigt das am Karfreitag. Genau dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten zerriss. Das heißt, durch Jesus Christus kommt uns Gott nahe und durch Jesus kommen wir Gott nahe. Es gibt keine Trennung mehr. Es ist diese Unmittelbarkeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist absolut phänomenal. Und das ist hier einfach mit einem Satz angesprochen im Hebräerbrief, weil an die dieser Brief geschrieben wurde, setzte voraus, dass sie diese Realität kennen. Die Neuheiten von heute kennen diese Realität nicht, weil sie die Bibel nicht kennen. Und deshalb muss man sie auch erklären. In der Mitte seht ihr diese Dreiteilung, das finde ich fantastisch. Hier der Vorhof, sind die Geräte, die hier an diesem Punkt waren, Erlösung, Reinigung, das Brandopfer. Dann das Heiligtum, das war dann der erste Raum hier drin, das siebenarmige Leuchter, der Schaubrottisch und der Raucheraltar. Und dann trennte dieser Sektor der Vorhang vom Allerheiligste. Seht ihr das? Jetzt haben die, die das noch nicht kennen, schon einiges gelernt.
wenn du diese Realität aufnimmst und dann in der Bibel liest, zum Beispiel den Hebräerbrief mal durchliest, dann gehen dir Kronleuchter auf im Blick auf, was es eigentlich heißt, erlöst zu sein. Dorthin ist Jesus zurückgekehrt, wo die Fäden eigentlich zusammenlaufen. Und dort sind wir mit ihm verankert. Unsere Namen sind bei ihm aufgeschrieben. Droben im Himmel kennt man uns. Das ist ja auch noch schön. Dort sitzt Jesus zur Rechten des Vaters im Machtzentrum Gottes und an Himmelfahrt, wo wir jetzt dann wieder feiern, hat er Platz genommen. Jesus ist lebendig. Durch seinen Geist ist er ganz nahe uns und er kümmert sich um uns. Dort betet er für uns, dort vertritt er uns und dort hält er uns. Denn er weiß, in welcher Welt wir leben, weil er selbst in dieser Welt lebte. Er kennt deine Sorgen und Ängste. Er weiß, wovon du bedroht und versucht wirst. Er wurde auch versucht, doch er ist nicht reingetappt. Er kennt unsere Fragen und genau dafür hat er vorgesorgt in seinem Wort, dass er in den Himmel eingegangen ist und unser Stellvertreter ist vor Gott Vater, der gerecht ist. Er hat diesen Dienst hier immer noch aktuell, dass unser Leben als Christ up to date sein kann. Das spüren wir aus seinen Worten, wenn ich erhöht werde, sagt Jesus, eben dorthin zurückkehre von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das ist ein richtiger Zug da zu ihm hin und letztlich durch ihn in den Himmel. Als unser Fürsprecher ist er unser Verteidiger. Wir haben immer einen Freund im Gerichtshof, der uns jederzeit vertritt und uns eben nicht den Tritt in den Hintern versetzt. Das hast du ja das Gefühl, wenn du als Christ wieder sündigst, dann denkst du, jetzt ist Hopfen und Malz verloren, der kann mich gar nicht mehr brauchen. Nein, dann steht Jesus hin, der Teufel klagt dich an. Und dann steht Jesus vor dich hin und sagt, für diesen Kerl Erwin habe ich bezahlt und er hat seine Schuld bekannt. Es ist alles okay. So vertritt uns Jesus, das ist gewaltig. Das müssen wir einfach wissen, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Hier auf Erden vertritt uns der Heilige Geist, der in unserem Herzen durch den Glauben wohnt. Er hat ein starkes Interesse, dass unsere Beziehung zu ihm gepflegt und intakt bleibt. Wir können also ein ständig bereinigtes Leben führen, nicht ein vollkommenes, aber ein bereinigtes, weil dieses Ding da, was ich jetzt erklärt habe, von Gott her angeboten ist und funktioniert. Was ist also, wenn ich stolpere? Lässt er dann einen Vorhang, sozusagen den Rollladen wieder runter? Wir müssen nicht hier auf dieser Erde etwas sicher machen, sondern es ist bereits sicher gemacht im Himmel. Wir sind im Himmel verankert. Gerade wenn wir in Not geraten, sollen wir uns an diese Tatsache erinnern und sie festhalten. Hast du diesen Anker im Himmel? Bist du verankert? Die einen nicken und sagen dann ja, andere sind noch mit Zweifel erfüllt oder eher nein. Dann kannst du Jesus bitten, dass du das Seil der Hoffnung, das ist zugleich auch das Seil der Rettung, aufnimmst und es im Glauben an deinem Leben festbindest. Dann bist du mit ihm verbunden. Der Anker unserer Seele ist nicht unten, sondern oben, im Fels der Ewigkeit, in Christus hängen geblieben. Wer ihm anhängt, ist ein Geist mit ihm. Diese Anhänglichkeit ist entscheidend wichtig. Hinter dem Vorhang, rätselhaft für die einen, komme ich mir da außen vor, markiert, Gott ist verborgen, Gott ist eigentlich unnahbar und für mich normalsterblichen Sünder unerreichbar. Das impliziert dieses Bild.
von vorher. Aber Christus hat sich von dort aufgemacht, von dort oben und ist zu uns gekommen. Er hat uns erreicht und hat am Kreuz unsere Sünde, die uns von Gott trennte, auf sich genommen und weggenommen, als er ausrief, es ist vollbracht. Hat er meine Schuld bezahlt. Und dann ist der Vorhang zerrissen, der im damaligen Tempel das Allerheiligste abtrennte. Und dieser Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Das heißt, Gott hat es gemacht. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist der pure Gegensatz von Religion. Die Religion wollen den Vorhang von unten auftrennen, aber sie bleiben dann in der Hälfte oben stecken. Ist ja auch gut so. An dem kannst du alles analysieren, ob ich religiös unterwegs bin oder ob ich im Evangelium verankert bin und von oben her die Erlösung angenommen habe. Gewaltig. Und jetzt heißt es, er, Jesus, der hohe Priester, hat als Vorläufer für uns den Weg in die Gegenwart Gottes durchschritten, gebannt, mich ans Seil genommen, verbunden mit ihm. Dieser Anker ist Realität und gibt meinem Leben Stabilität in diesen so unsicheren Zeiten wie jetzt. Ich komme zum letzten Punkt, der ist etwas kürzer als der zweite, war der längste, der war auch sehr wichtig. Zukunft ist aufgebaut auf das, was wir jetzt gehört haben. Wir verbreiten Hoffnung, die beflügelt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn du das proklamierst, aussprichst, da fliegen alle Spinnhoppen von deinem Leben weg. Freie Bahn ist saubere Luft. So lernen wir ja das aus dem Petrusbrief. Die irdischen Schiffsanker werden für die Weiterfahrt eingeholt. Unser Anker, der hinter dem Vorhang hineinreicht in den Himmel, wird nie eingezogen, denn er zieht uns heim zu sich himmelwärts. Das ist der Unterschied. In diesem Bild gibt es Übereinstimmungen und auch Gegensätze. Da wir nicht so sind wie die, die keine Hoffnung haben, haben wir ihnen gegenüber Verantwortung. Deshalb sollen wir den Helm der Hoffnung umschnallen und mutig und getrost diese Hoffnung verzweifelten Menschen anbieten. Die Gemeinde ist eigentlich die Jesus GmbH. Das ist mehr als nur FEG. Das ist auch ein schöner Name, aber eigentlich gefällt mir Jesus GmbH viel besser. Das heißt Gemeinde mit begründeter Hoffnung. Gell? Und ich denke, in einer der nächsten Predigten im Petrusbrief, ob dann der Remo oder der Andreas dran ist, aber im 1. Petrus 3,15 wird das dann erwähnt. Da heißt es, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Also sind wir herausgefordert. Kurze Geschichte hier, vor ein paar Wochen, der Sohn in Israel hat mir noch nachgeschnitten, deshalb sollte ich wieder zur Coiffe gehen, aber das war vor einigen Wochen. Der Fall saß ich dort im Salon und mit der haben wir schon einige, meine Frau ist auch bei ihr und dann haben wir immer so Gespräche und dann kam plötzlich, als ich dran war, die beste Freundin von ihr in den Salon rein, ich habe eine Viertelstunde Zeit, bevor ich zur Arbeit gehe, dann sagt meine Coiffe zu ihrer Freundin, da hast du jetzt einen, den kannst du alles fragen. Dann haben wir das Thema gewesen, ja, da, was möchtest du fragen oder sie? Und dann gab es ein Lebensthema vom Gröberen, über Leid, über Schwierigkeiten, die sie erlebt hat. Jetzt habe ich ihnen dann, haben wir weitergesprochen während dem Haarschneiden und so, und dann ist sie wieder gegangen und die Coiffe selber sagte mir, ja, wir könnten ja weiter solche Gespräche führen, hier. Sagt er ja, selbstverständlich da. Wir sollen Menschen begegnen, wo sie leben. Und jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht. Das war wahnsinnig. Und dann sagte sie noch, ja, weißt du, Erwin, kannst du fragen auch
überschwingend, er hat mir das ganze Schwingsport erklärt. Also es ist nicht immer so hochgeistlich. Aber es gibt Vertrauen und das ist eine ernste Situation also mit ihrer Freundin. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sie da diese Hoffnung, die wir tragen in unserem Herzen, dann anzapfen. Wir sind dem, der im Himmel sitzt und regiert, verbunden. Er fiebert mit, er betet und handelt mit uns. Es ergibt uns Schutz und Rückenwind. Wir sind gehalten, aber auch angehalten, seinen Namen zu bezeugen. Das Seil der Hoffnung und der Rettung anzubieten, dass Menschen, die in Not geraten sind, es ergreifen und bei sich festmachen. Das ist unser privilegierter Hauptjob. Das ist mehr als ein Job, natürlich, aber man sagt das so heute leger. Ja? Das ist ja alles so einfach. Unsere Antwort ist in der Krise muss die Qualität haben, wie wir sie bei Paulus und Silas sehen. Als das Erdbeben in Philippi eingeschlagen ist und die Türen aufsprangen, sind sie nicht davongelaufen, sondern sind sitzen geblieben und haben den Erschütterten, vor allem den Gefängnisdirektor, Antwort auf seine Lebensfragen gegeben. Er hat nämlich gefragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sind die beiden nicht verlegen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Gewaltig. Wir müssen gar nicht weit wohin gehen. Wir müssen sitzen bleiben und nicht davonlaufen von den Situationen, die uns Gott serviert. Aber wir dürfen mitten in diesen Erschütterungen nicht weglaufen. Sie sind nämlich Geburtswehen von etwas Neuem. Deshalb müssen wir da sein und den Menschen, die ohne Hoffnung sind, Antworten auf ihre Lebensfragen geben. Das Seminar am Mittwoch lässt grüßen. Amen. Ist ja gut, wenn man selber beim Predigen begeistert wird. Also, ich kann auch nicht viel dafür, aber es ist einfach so. Jetzt singen wir freudig, hä?